Willkommen zurück bei Pokémon Stadium. Endlich das große Finale der Arena Box steht an gegen die Top 4. Ein zweites Mal. Diesmal mit maximierten EVs und ganz schön viel Angstschweiß. Zumindest bei Ihnen. Ich bin absolut optimistisch. Wir sehen dieses Team. Zapdos ist wie gemünzt hierfür. Absolut episch. Zapdos hierfür. Mewtwo nehme ich mit. Und dann werde ich noch mitnehmen Gengar, weil Gengar lohnt sich hier mehr mit seinem Donnerblitz, als es sich Sarzenia lohnen würde, das Gift ist und von den Psychoattacken geowned werden kann. Aber wir sehen diesen epischen Hintergrund mit der Lava und allein der lädt richtig zum Zocken hier ein. Yeah! So, und dieser Bastard hat die gleiche Idee wie ich. Das finde ich ausgesprochen unlieb. Allerdings werde ich höchstwahrscheinlich angreifen, denn ja, die Gesetze hier gehen in die Richtung, wenn das Pokémon paralysiert wird, greift es in dieser Runde immerhin noch an. So, jetzt haben wir hier gleiche Bedingungen. Es ist paralysiert, ich bin paralysiert und ja, dass mein Spezial 10 könnte mich jetzt allerdings zum Wechsel verleiten. Je nachdem, wie viel ich hier abziehe. Ich hatte dann aber natürlich das Problem. Da merkt man, dass das Spezialwert gesunken ist. Ja, ja. Wobei ich glaube, oder? Nee, ich wechsle zu Mewtwo. Bei Gengar ist natürlich das Problem, dass es schwach gegen Psychokines. Das möchte ich nicht riskieren. Und auch wenn Zapdos paralysiert mir nicht so viel nützt, möchte ich ihn hier doch schonen. Und ja, die... Oh, Blizzard. Ich dachte, da greift das mit Psychokinese an. Aber gut, der Blizzard wird Mewtwo wohl kaum wirklich viel anhaben. Daher übersehen wir das, machen einen Donnerblitz. Ich wundere aber, dass er nicht gleich eingesetzt hat. Das hätte ja darauf spekuliert, meinen Spezialwert zu senken, was ich merkwürdig finde, auf sowas zu spekulieren. Aber okay, Starmie, wenn du meinst. So, erledigt der Gute. Oder das Gute, Starmie. Ich habe bis heute ein Neutrum-Pokémon. Amoroso kommt. Da habe ich gerade eben eins schon geowned. Das machen wir erneut mit Donnerblitz, ganz klassisch. Mal schauen, wie viel da genau drauf geht. Ist ja ziemlich mächtig. Trotz nicht von dem Step. Okay, okay, das ist gut. Und Geowurf. Ja, mit dieser Knifing-Attacke hält man sich oft gegen Mewtwo, da man sonst ziemlich wirklich viel abziehen kann. Die 100 Schaden, die dabei entstehen, sind ja durchaus nützlich. Diejenigen, die es nicht wissen, Geowurf macht Schaden gemäß dem Level des Pokémon. Das bedeutet, bei Level 100 macht das genau 100 Schaden. Bei Level 99 genau 99 Schaden und so weiter. Bei Ninja Turm würde hingegen Level 1 ausreichen, aber ja, das ist jetzt eine andere Sache. Und aus das kommt. Gut, wenn ich jetzt treffe, können wir hier schnell den Haken drunter setzen. Ja, wobei, aus das hat gut. Nee, doch, nee, 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 das würde ich so nicht sagen. Aus das hat gute Spezialwerte, der könnte das hier durchaus gut überstehen. Also warten wir noch ein bisschen, bevor wir das hier zu den Haken legen, ja? Eisstrahl kommt immerhin noch und wer weiß, irgendwas Krankes könnte passieren. Nee, passiert nicht. Da bin ich zufrieden. Dann machen wir jetzt den Donnerblitz und die Sache hat sich. Aber Mewtwo wurde auch schon ganz gut gefordert hier. Ich wollte halt Zapdos am Anfang rausholen, weil Starmie es gleich paralysiert hat, böse wie es ist. Ich konnte ihn immerhin ganz gut schützen, so hätte ich ihn noch gebraucht für dieses Austausch beispielsweise. Problem war da gewesen, er wäre davor meine Eisattacke getroffen worden, aber das hätte er überstanden. Da mache ich mir keine Sorgen. Aber schön. Ist geschafft und letztendlich Zapdos kann mit seinem Stab mittlerweile auch nicht mehr genug ausrichten, um sie zu one-hitten, daher. Also lass uns einfach stehen. Lorelei ist besiegt. Und als nächstes auf der Liste steht Bruno. Der Bruno. Und ich sehe gerade, er hat dieses hässliche rosane Ding im Team. Nein! Okay, Mewtwo vorne. Gengar natürlich. Und, ja, alleine für dieses verdammte rosane Ding. Ich bin überlegen, ob ich Aquatic mitnehme. Ja, wobei, nee, Zapdos wird Bohrschnabel.
Das wird mir mehr nutzen. Ich habe ansonsten ja noch Blizzard und Icy, falls Rizaros kommt. Gegen Schleimog hingegen werde ich das auf die ganz klassische Art und Weise machen. Mit Psychokinese. Und einen Haufen Matsch aus ihm zelebrieren. Wobei das wahrscheinlich übersteht, weil er gute Spezialwerte hat, die ausreichend... Was? Nicht? Ach so, Moment. Moment, ich glaube, stimmt, ich glaube, es war damals anders. Ich glaube, er hat heute die höhere Spezialverteidigung, als er damals Spezialwert hatte. Bin ich mir jetzt aber nicht 100% sicher, da nagelt mich darauf nicht fest. Auf jeden Fall, ich bin froh, dass er tot ist. Das definitiv. Und hier haben wir ein Lamus. Und ich liebe es, wie ihr wisst, wenn diese Dicker down gehen. Zapdos schafft es ja nicht, eines zu one-hitten. Mal schauen, wie Mewtwo das hinkriegt. Ja, er kriegt weniger hin. Aber ist natürlich auch kein Stab, das ist klar. Aber wenn Surfer das Einzige ist, was Lamus mir entgegenzusetzen hat, dann wird das nichts werden, Freundchen. Tut mir leid. Aber nein. So, Donnerblitz. Bam! Und weg vom Fenster, Lamus. Sind wir tot? Alter, check's doch mal, ja, Mann! Shit! Okay. Und das letzte Pokémon, Bruno, läuft ziemlich gut. Machomai, okay. Oder Machomai, wie man es ausspricht, gibt es unterschiedliche Varianten. Ich habe bisher nicht über Machomai genommen, weil es deutscher klingt. Aber Macho ist natürlich die... also, das ist ja eigentlich keine deutsche Aussprache, sondern kommt aus dem Spanischen, aber gut. Vier Arme gegen Himmel. Warum ich Gott? Ja, das soll der Herkules verraten. Das ist Herakles, wenn er die Zeit hat. Ich werde mir diese Zeit jedenfalls nicht nehmen, denn ich muss weiter zu Agathe, die auf mich wartet. Die Geist- und Gifttrainerin, offiziell Gifttrainerin, in der Edition hatte sie noch Golbat und Arbok. Ich glaube zumindest, es waren Golbat und Arboks. Hier hingegen sehe ich nur drei Gift-Pokémon, nämlich Arbok, Gengar, Bisasam und ein Zimsala, ein Gyarados und Rosana, okay. Ich nehme Mewtwo mit, diesmal auf jeden Fall Lavados, so für Gyarados als auch für Bisasam episch. Und natürlich Zapdos noch mit. Kann Bisasam ownen, kann Gyarados ownen, kann Zimsala ownen. Gut. Passt alles. Dann jetzt rein in den Kampf. Aber ich glaube tatsächlich, Agathe könnte eine interessante Herausforderung werden. Je nachdem, wie sie ihr Team zusammenstellt. Okay, Gyarados ist schon mal nicht die allerklügste Entscheidung. Denn wenn ich es mit Elektro treffe, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es stirbt. Deswegen wechselt sie mit Sicherheit auch. Weil sie genau weiß, der kann Blitz und Donnerblitz und... Ja, das ist allerdings nicht der cleverste Wechsel. Wenn sie... Zumindest wenn sie nichts anderes hat, weil... Ich würde so das Sabok nicht mit Donnerblitz erledigen können. Gott bewahre. Aber ihr seht, ich hab über die Hälfte abgezogen. Jetzt hat er Donnerblitz wieder ausreichen. Die Psychokinese jetzt wird auf jeden Fall ausreichen. Daher wurde Arbok hier eigentlich wirklich als Kanonenfutter geopfert, muss man so deutlich sagen. Bin ich aber voll drum, das heißt schon mal, es können nicht so viele schlimme Pokémon drin sein. Gyarados und Arbok gehen beide echt. Deswegen bin ich gespannt, was Pokémon Nummer 3 ist. Bisasam! Okay. Ich habe mir völlig umsonst Sorgen gemacht. Ein Rosana hätte das Ganze ein bisschen erschweren können für mich, da ich dann Lavados hätte holen müssen, damit es was dagegen machen kann. Simsala hätte mir auch Probleme besorgt, aber sie war freundlich genug, ein Team zu wählen, mit dem ich ganz gut klarkomme. Oh oh. Okay, jetzt muss ich nichts abwarten. Oh, der hat seine Augen an. Der hat eindeutig zu viel gezockt in der Nacht. So, ich ratze jetzt, aber... Dann verlängern wir das halt. Ich werde schon irgendwann wieder aufbauen. Komm. Ratz doch nicht, Junge. Ja, gut. Bisasam Spezialwert ist die Stelle. Ich glaube bei 100. Aber ich weiß es nicht genau. Aber Megasauger ist schwach. Nur 40 Stärke. Mewtwo Spezialwert liegt bei 153. Da kannst du dir ausmalen, dass das nichts bringt, wenn du mich weg Megasauger. Das ist natürlich trotzdem eine beste Option zu überleben. Das sehe ich schon. Und eines muss ich wirklich sagen, ausgerechnet die, also das gleicht sich dadurch ein bisschen aus, dass er jetzt lange schläft. Also dass ein Pokémon 2 Runden schläft, habe ich so bisher noch nicht in diesem LP gesehen. Jetzt ist er wieder wach.
kriegt den nächsten Megasauger ab, aber in der nächsten Runde wird er erledigt sein. Und ein Volltreffer. Ja, hätte ich irgendwelche Gefahr, würde ich ja eine Genesung einsetzen, aber Gyarados ist auf jeden Fall keine Gefahr, den kann ich mit Donnerblitz leicht ausschalten und Visafloor sollte sowieso kein Problem sein. Tschüss, du Kröte. Bam. Und das letzte Pokémon, was übrig bleibt, ist Gyarados, wie schon angekündigt, dort den Donnerblitz reinhauen und dann war's das für ihn. Weil ich habe zumindest noch nie gesehen, dass ein Gyarados einen Donnerblitz überlebt hat, egal in welcher Form. Trotz einem ganz guten Spezialwert und ein Volltreffer auch noch, also, nee. Sorry, Freundchen, das wird nichts, auch wenn Gyarados echt cool ist. Diese Generation noch mit einem Spezialwert von 100, wodurch es Attacken wie Feuersturm, Donnerblitz, Eisstrahl, Surfer sehr gut nutzen konnte, ja, alles spezial. Da konnte man einen richtig epischen Special Sweeper aus ihm machen. Danach kam dann der Schock, nur noch 60 Spezialangriff, davon eine Spezialverteidigung beim Split zwischen Spezialangriff und Spezialverteidigung. Und dann kam seine schlechteste Generation, Generation 2, wo er kaum Attacken hatte. Aber gut, Siegfried ist dran. Und ich sehe ein verdammt ausgeglichenes Team, wo alles dabei ist, außer ein Drache. Er hat noch nicht mal Dragoran. Holy crap, ich tue mal Zapdos nach vorne. Ach du Scheiße. Gengar und Mewtwo, aber oh Gott, schon wieder Zapdos, Gengar und Mewtwo. Irgendwie kommen die anderen jetzt echt in den Hintergrund, aber das ist auch echt schwer. Weil wie gesagt, der hat echt alles, außer ein Drache. Gut, ein Pseudodrachen, mehr oder weniger, aber trotzdem. Es gibt ja einige Spekulationen, ich weiß jetzt noch nicht, stand Ende August, ist noch nicht bekannt, aber ja, es gibt Spekulationen, dass diese Pseudodrachen, die Glurak und Gyarados, die wie Drachen aussehen, aber keine sind, weil die Entwicklung eben erst spät, oder dieser Typ wahrscheinlich erst spät dem Spiel hinzugefügt wurde, dass die eine Mega-Entwicklung bekommen. Mega Ampharos wird der auch Elektrodrache und das hatte ich für durchaus eine plausible Option und wow. Das war dermaßen schwach, dieser Borschnabel, dass ich mich schon frage, was abgeht. Relaxo hat kümmerliche 35 Spezialangriff. Und das sollte schon mehr sein, dass ich ein bisschen mehr als 123 mit dem gesteppten Borschnabel abzieht, Zapdos. Weil komm, du bist ja gerade so, als hättest du einen Angriff, der gar nicht auf der Skala existiert und irgendwie habe ich Angst, dass er nach dieser ganzen Amnesie eine Erholung einsetzen wird, die alle meine Bemühungen auf ein Minimum reduziert. Ja, es war dann noch und der nächste Mal würde dann Erholung einsetzen. Also wenn ich mir jetzt nichts einfallen lasse, dieses Vieh schnell zu töten, habe ich ein Problem. Und ich möchte kein Problem haben, wirklich nicht. Daher stirb! Oh Gott, nein, 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 nein. Vorstellt! What? That was rather unexpected. Ich hatte mit Erholung gerechnet, aber nicht, dass es sie nach drei Mal an ist, sie plötzlich selbst die Luft jagt? What the fuck? Nun gut, nehmen wir das mal so hin, Electek kommt. Und Zapdos kann nicht mehr viel anrichten, daher werde ich mit letzter Kraft ihm noch eine Donnerwelle verpassen. Damit da Mewtwo dann einfaches Spiel hat. Wenn er jetzt vollständig paralysiert wäre, wäre es episch. Nee, leider nicht. Wäre ein bisschen ein Ausgleich gewesen, zu Relaxo davor, dass gar nicht vollständig paralysiert war, aber ich habe schon festgestellt, wenn in dieser Runde diese Attacke eingesetzt wird, dann wird er auch nicht, ist er auch nicht vollständig paralysiert. So, ich halte mal Mewtwo noch zurück, weil Lethe kann mit Sicherheit Donnerwelle. Und ja, da möchte ich verhindern, dass er mir die um die Ohren haut, denn es wird nicht ausreichen, wenn Mewtwo ihn mit einer Psychokinese angreift. Dafür kann ich seine Stärke zu gut einschätzen, sein, er macht einen Volltreffer. Da soll sich Gengar erstmal hier rum kümmern, auch wenn er nicht mal 100 abzieht, was schon ein wenig, ich wusste es, einfach. Aber schon ein wenig, sehr wenig ist. Und scheiße, Elette kann Psychokinese, aber gut. Gengar ist hier wirklich, ich muss zugeben, wirklich ein Bauernopfer.
Ich möchte ihn Elektrik damit so weit wie möglich schwächen, damit Mitchell ihn erledigen kann. Aber vielleicht habe ich jetzt Glück. Sein Spezialwert sinkt nicht, sehr zu meinem Leidwesen. Und ich dachte für einen ganz kurzen Moment, ist er vollständig paralysiert. Aber... Und mein Spezialwert sinkt. Wie viele, genauso wie ich, denkst du jetzt sicher? Naja. Angriff, jetzt auch mal... Ja, auch mal seiner sinkt. Gut, damit könnte ich ihn mit dem nächsten Angriff erledigen. Beschissen ist, dass er mir jetzt mehr Schaden machen kann. Und... Alter, mein Spezialwert sinkt schon wieder. Also, das ist... Das mit dem Glück hat sich jetzt größtenteils echt relativiert. Ich habe nur manchmal riesiges Pech. Der Gegner hat auch manchmal Pech. Aber ich finde es schon etwas dreist, wie oft mein Spezial bei Psychokinese gesenkt wird beim Gegner. Vielleicht dazu werde ich sein. Das ist schon überproportional oft, meiner Ansicht nach. Aber gut. Jetzt sehe ich erstmal sein letztes Pokémon. Es ist Glurak. Okay. Ich werde noch versuchen, ihn mit einer Hypnose zu treffen, damit er schläft. Glurak wird... Okay, Erdbeben, ich bin weg. Ich bin definitiv weg. Das werde ich... Oh Gott, ein Volltreffer. Ja, tschüss, du, tschüss. Aber das ist egal. Wenn Mewtwo ihn mit Blizzard trifft, dann sind diese Top 4 geschlagen. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass mir das gelingen wird. Schlafen hätte ich natürlich lieber Glurak gesehen. Aber keine Sorge, du Pseudotrache, jetzt geht's dir an den Kragen. Kamehame! Ha! Bam! Sauber! Oh. Er lebt? Dass er das überlebt hat, verdient meinen höchsten Respekt, Leute. Damit hätte ich nie im Leben gerechnet. Aber es ist nur eine Zeitausschiebung. Ich werde seine Psychokinese auf dich abfeuern. Diese wird dich vernichten und dann gehen wir alle zufrieden nach Hause. Yes! Die Top 4 sind geschlagen. Und wir können erst einmal durchschnaufen. Boah. Trotzdem ganz coole Kämpfe. Also gerade Siegfried hat mich schon sehr auf die Spitze getrieben. Aber es ging zum Glück alles gut. Doch war es das schon? Top 4 sind zwar geschafft, aber wer Runde 1 gesehen hat, weiß, das war noch nicht alles. Denn nun haben wir den Schlüssel zum oberen Stockwerk der Burg erhalten, zum Rivale. Und gegen diesen kämpfen wir dann im nächsten Part von Pokémon Stadium. Wenn euch gefallen hat, Daumen hoch, wenn nicht, Daumen runter. Bis dann.